Hallo und herzlich willkommen zu Northgard, ein neues Let's Play und ein neues Spiel. Ja, das Ganze ist vom Entwickler Shiro und wir schauen einfach mal rein. Es ist so eine Mischung aus Siedler und Banished und es ist zwar nicht ganz so tief, nicht ganz so komplex wie diese beiden Spiele, aber es bietet dafür eine Menge Spaß und ja, ist einfach niedlich gemacht. Bevor ich mich jetzt hier im Hauptmenü ewig lange aufhalte, würde ich sagen, starten wir einfach direkt mit dem Einzelspielerspiel. Und ja, das Ganze ist momentan im Early Access, ich glaube für 20 Euro erhältlich oder waren es 15, ich bin gar nicht so sicher. Schaut einfach selber nach, von daher, ich denke, das bekommt ihr hin. Also, Name, das ist der Name des Anführers, den lasse ich genauso stehen. Und dann können wir eine Clanfarbe wählen. Rot gefällt mir gut, Schwierigkeitsgrad bleibt auch auf normal und wir spielen mit 3 KI-Spielern, das ist die maximale Anzahl. So ist genügend Spannung und ja, vor allem auch Anspruch geboten. Okay. So, und jetzt muss ich erstmal vorweg schicken, dass ich das Ganze hier schon mal so ein paar Minuten angespielt habe. Ungefähr halbe Stunde, dreiviertel Stunde habe ich reingespielt. Das heißt, ein bisschen was kenne ich schon. Aber im Großen und Ganzen, wenn es dann so in den weiteren Spielverlauf geht, da entdecke ich quasi mit euch neu. Und da dürft ihr mir dann nicht übel nehmen, wenn ich einige dumme Fehler mache. Das kann in den ersten Spielen ja immer passieren. Ich hoffe, ihr helft mir dann mit nützlichen Kommentaren weiter. Es gibt jetzt 3 Clans zur Auswahl. Wir können einmal den Wolfsclan nehmen, Fenrir, oder Eiktinir, den Hirschclan, oder Heidrun, den Ziegenclan. Und sie bieten alle unterschiedliche Anfangsboni und Ruhmboni. Das sind gewisse Dinge, die eintreten, wenn wir einen entsprechenden Ruhm Rang erreicht haben. Das sehen wir später im Spiel. Und ihr habt am Thumbnail für dieses Video schon gesehen, dass ich mich auf den Wolfsclan festgelegt habe. Irgendwie passt das ja auch gut zu mir. Von daher machen wir das auch so. Ich lese mal vor, der Wolfsclan. Aggressiv, freiheitsliebend und ausgesprochen waghalsig. Sie sind auf die Gefahren in Northgard gut vorbereitet und gegen ihre Stärke und Beweglichkeit kommen nur die Unverwüstlichsten an. Ja, klingt, finde ich, ganz gut. Wir beginnen mit dem Wissen des Waffenschmieds, erhöht die Angriffskraft unserer Krieger und unsere militärischen Einheiten verzehren 30% weniger Nahrung und gewähren sogar Zufriedenheit. Und die Ruhmboni, wenn unsere militärischen, also wenn wir 200 Ruhm haben, dann bekommen unsere militärischen Einheiten einen Angriffsbonus von 20% bei Kämpfen außerhalb unseres Hoheitsgebietes und dann gibt es noch was ab 500 Ruhmpunkten, nämlich den Berserker. Dann erhalten wir einen mächtigen Berserker, der für unseren Clan kämpft. Und auch das, finde ich, hört sich ganz gut an. Gar nicht lange quatschen, einfach starten und loslegen. Grafikstil werdet ihr gleich sehen, habt ihr vielleicht auch schon woanders gesehen, aber ist ziemlich niedlich, erinnert tatsächlich auch an Siedler. Man kann schön weit reinzoomen, wir können auch ganz weit raus. Wir haben hier die Möglichkeit, mit der Tab-Taste so ein Overlay zu aktivieren. Dazu später mehr. So, erstmal ist auffällig, dass wir hier schon so ein paar Dorfbewohner haben und ein Gemeindehaus. Ein kleines Gebiet gehört uns und wir können weitere Gebiete erschließen. Wir haben hier im Moment 2 angrenzende Gebiete, wie es aussieht. Und die müssen wir erstmal noch entdecken. Wir wissen nämlich nichts darüber. Brauchen wir einen Späher für. Und hier, wo wir jetzt starten, im Gemeindehaus, da werden neue Dorfbewohner automatisch erschaffen. Und zwar, ja, alle paar Tage, sage ich mal, wenn der Balken hier voll ist. Und hier verläuft die Jahreszeit oder die Spielzeit. Wir sind momentan im März und wir sehen schon, wir laufen auf den nächsten Winter zu. Bis hierhin sollten wir uns auf den Winter vorbereiten. Das heißt, genügend Nahrung eingelagert haben und auch genügend Brennholz. Das wird im Winter nämlich stärker verbraucht und auch die Nahrung wird stärker verbraucht im Winter, beziehungsweise wird die Nahrung im Winter schwerer zu sammeln sein. So, hier sehe ich schon, da ist so ein Wolf an unserer Grenze. Der könnte unter Umständen tatsächlich irgendwann einen unserer Dorfbewohner angreifen. Das wäre dann nicht so schön. Ich denke mal, wir starten mal direkt und bauen mal sinnvolle Gebäude, weil wir uns natürlich mit Gebäuden weitere Vorteile verschaffen können. Speerlager, Holzfällerhütte. Ich denke mal, ein Speerlager vielleicht zuerst. Würde ich mal hier so hinstellen oder noch stellen was.
Ja, was spricht dagegen? Ich stelle es einfach mal hier so an den Rand. Das ist eigentlich völlig egal, wo die Gebäude stehen. Zumindest im Moment ist das noch relativ unwichtig. Später kann man über die strategische Platzierung von Gebäuden durchaus diskutieren. Wir können in dieser ersten Zone 5 Gebäude erstellen. Das können wir hier sehen. Das lässt sich, glaube ich, auch nicht erhöhen. Das ist so ein hartes Limit. Jede Zone hat ein anderes Limit. Und für die anderen Gebiete wissen wir das noch gar nicht. Es gibt auch Gebiete, in denen wir nur ein Gebäude oder drei Gebäude errichten können. Das ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Speerlager erstellt und damit können wir jetzt einen Dorfbewohner spezialisieren. Den schicken wir hier einfach rein. Dann rüstet er sich aus und geht automatisch auf Erkundung. Der erkundet jetzt die angrenzenden Gebiete. Da müssen wir dann einfach nur warten. Das dauert dann halt seine Zeit. Und dann wissen wir, was hier auf uns wartet. So, dann müssten wir auf jeden Fall vielleicht mal hier kurz über diese Sachen sprechen. Wir haben ja einmal die Zufriedenheit. Solange wir positive Zufriedenheit haben, schließt sich auch ein neuer Dorfbewohner unserer Siedlung an. Allerdings dauert das halt seine Zeit. Hier steht jetzt alle 40 Tage. Ich glaube, der Wert ist veränderbar über Forschung. Und ja, diverse Faktoren beeinflussen natürlich auch die Zufriedenheit. Von daher, da müssen wir immer darauf achten, dass wir möglichst im positiven Bereich bleiben. Dann haben wir hier einmal die Nahrung. Die ist sehr wichtig. Ohne Nahrung, läuft gar nichts, aber das könnt ihr euch sicher denken. Wir haben momentan plus 16 durch Dorfbewohner und 7 Verbrauch. Dass die Dorfbewohner hier jetzt die Nahrung sammeln, das ist übrigens die Standardtätigkeit. Das heißt, solange die Dorfbewohner keine andere Aufgabe zugewiesen bekommen, werden die so auf Nahrungssuche gehen. Das ist nicht die effizienteste Art, Nahrung zu bekommen, aber immerhin ist es Nahrung. So, was haben wir hier für ein Gebiet? Das haben wir jetzt erkundet. Der Speer ist schon im nächsten Gebiet hier. Dieses Gebiet ist leer. Das ist eine Schande. Das ist wirklich eine Schande. Wir können nur ein Gebäude hier errichten. Das ist wirklich sehr schade. Oh, so schlecht habe ich es nicht gehabt im ersten Spiel, aber gut. Was haben wir hier? Ertragreiches Land. Oh, das ist dafür aber ganz schön. Also hier sind erstmal zwei Wölfe. Das ist natürlich nicht so schön, das können wir hier auch sehen. Die müssen wir erst besiegen, bevor wir dieses Gebiet überhaupt besiedeln dürfen. Und, jetzt kommt ein Wolf und greift uns an. Der ist gerade hier gespawnt. Aber da kommen schnell die anderen Dorfbewohner zu Hilfe. Sodass wir diesen Wolf hoffentlich ohne Verluste besiegen können. Jawohl. Das ist nochmal gut gegangen. Allerdings haben wir jetzt schon den ersten Dorfbewohner, der verletzt ist. Und hier steht, die Produktivität verwundeter Clanmitglieder sind um 20%, also nicht schön. Ich sehe gerade, wir haben hier noch ein angrenzendes Gebiet in diese Richtung. Das habe ich gar nicht erkannt. Aber das ist gut. Dann haben wir da vielleicht was Anständiges. Weil das Problem ist, dass wir hier nur ein Gebäude bauen können. Das ist wirklich schade. Ich würde sagen, wir bauen als erstes mal jetzt einen Holzfäller, damit wir mehr Holz generieren. Den stellen wir mal hier oben hin. Und in diesem Gebiet haben wir Rehe. Sehr schön. Ein großartiges Jagdgebiet. Und wir haben auch Fisch. Also Fleisch und Fisch in dieser Zone. Hier könnten wir also auch eine Fischerhütte bauen. Und auf jeden Fall ein Jagdlager. Sehr schön. Das ist eine schöne Zone. Die gefällt mir. Und wir können drei Gebäude errichten. Das ist auf jeden Fall besser als das hier. Weil das ist eigentlich so eine Zone. Naja. Die will man eigentlich nicht haben. Immerhin ein Gebäude. Das ist wenigstens etwas. Vielleicht packen wir den Heiler hier einfach rein. Ja, aber dazu dann später mehr. Das werde ich euch dann schon zeigen. Hier kommt ein Jagdlager hin. Das ist auch sicher. So, ich habe jetzt eine Holzfällerhütte gebaut und ihr habt das vielleicht gerade schon gesehen. Wir sind am Bevölkerungslimit. Wir hatten hier auch eine Meldung. Wir können nämlich nur momentan 5 Leute aufnehmen. Um das zu erhöhen, müssen wir Häuser bauen. Und jetzt errichte ich gleich das erste Haus. Das stellen wir einfach mal. Dann einfach mal hier so hin. Und dann erhöhen wir mit jedem Haus nämlich das Bevölkerungslimit um 5 weitere Bürger. So, ich würde relativ gerne schnell was gegen diese Wölfe unternehmen. Weil wenn wir die einmal besiegt haben, dann spawnen hier auch keine neuen Wölfe nach. Von daher wird es da mal Zeit. Wir haben momentan einen Nahrungsüberschuss von plus 6. Das heißt, wir können mal einen der Dorfbewohner hier jetzt zum Holzfäller machen. Und dann kommen wir hier nämlich mal in den positiven Bereich. Bisher haben wir nur verbraucht. Jetzt gewinnen wir Holz dazu. Und für den Winter brauchen wir auch ein bisschen Holz, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir brauchen dann Brennholz zum Wärmen. Und der Speer ist weiter unterwegs, um Gebiete zu entdecken. Hier haben wir einen Wald. Das ist auch schön. Da sind drei Wölfe drin, aber ein Wald
erhöht die Produktion von Holz um 20%. Das heißt, hier macht eine Holzfällerhütte am meisten Sinn. Ich habe noch nichts gefunden, wo Stein ist. Das ist ein bisschen... Doch da, klar. Hier hätten wir einmal Stein. Steine brauchen wir nämlich später für bessere Gebäude. So. Also Holz ist in der Mache, Nahrung ist in der Mache. Dann würde ich sagen, wird's Zeit für ein Rekrutierungslager, ein Ausbildungslager. Das kostet 80 Holz. Oh, das so kurz vorm Winter noch auszugeben, würde ich nicht so gerne machen. Da würde ich ja eher nochmal einen Dorfbewohner zum Holzfäller machen, damit wir noch ein bisschen mehr Holz bekommen. Die Gebäude haben natürlich alle so maximale, also so Limits. Das heißt, wir können hier nur zwei Clanmitglieder zum Holzfäller machen. Und es kostet dann auch noch Instandhaltung hier. Das sind Kröns. Das ist dann die nächste, der nächste Rohstoff hier. Das ist im Grunde die, ja, das Geld, die Bezahlung. Und da haben wir momentan 117 und generieren plus 2 pro Runde. Holz, wie gesagt, der zweite Rohstoff, Nahrung, ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich für die fortgeschrittenen Gebäude oder für die aufgerüsteten Gebäude gibt es hier noch Stein und Eisen. Das müssen wir im späteren Verlauf auch bekommen. Stein haben wir hier eine Ressource, das ist schon mal ganz gut. Aber wir müssen uns erst um die Wölfe kümmern. So, wann kommt denn der nächste Bewohner? Dauert noch ein bisschen. Würde den nächsten Bewohner dann gerne benutzen, um noch ein Haus zu bauen. Oder aber... Nee, Sinn macht jetzt tatsächlich erstmal ein Ausbildungslager. Nur wenn ich jetzt die 80 Holz hier nehme, dann haben wir für den Winter nicht genug. Das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr. Hier sehen wir auf jeden Fall immer schön, was wir so an Kriegsmeute haben. Es gibt hier die Krieger, die Kriegshäuptlinge und die Berserker. Und dann haben wir hier unsere ganz normalen Dorfbewohner. Und welchen Berufen sie zugeteilt sind, das ist also auch wunderbar. Wir können hier sogar einen Rechtsklick drauf machen. Dann werden alle dieser Gattung ausgewählt und das erleichtert einem zwischendurch auch schon ganz schön das Geschehen, wenn es hektischer wird. So, jetzt ist der Winter eingetroffen und jetzt sehen wir schon, Nahrung minus 2, da nehmen wir also ab und Holz plus 6. Das heißt, wir können auf jeden Fall den neuen Dorfbewohner hier benutzen und ein Ausbildungslager bauen. Oh nein, ein Wolf! Schnell! Unterstützen! Okay, alles klar. Jetzt haben wir schon zwei verwundete Dorfbewohner. So, du kommst jetzt her und baust das Ausbildungslager. Stellen wir hier hin. Damit wir mal ein paar Krieger machen. So, ein unbekannter Clan hat Folgendes entdeckt. Das Relikt der Götter. Das könnte zum Sieg verhelfen. So, Relikt der Götter. Ihr könnt 3 Meister der Lehren rekrutieren. Und Meister der Lehren produzieren 100% mehr Wissen in diesem Gebiet. Ja, nicht schlecht. Das wird allerdings gut bewacht von Valkyren. Ist das unser Speer hier? Ja, der ist auch gerade dabei, dieses Gebiet zu entdecken. Vielleicht sollten wir relativ schnell dieses Gebiet besiedeln. Ich denke mal, das macht Sinn, um ein bisschen besser Nahrung zu gewinnen. Die Dorfbewohner, die hier nämlich die Nahrung sammeln, die sind ineffizient. Die gewinnen zwar Nahrung, aber es geht natürlich besser mit Jägern oder Fischern. Da kriegen wir mehr Nahrung pro Bürger raus. Von daher ist das hier auf jeden Fall ein lohnendes Ziel, weil es hier Fisch und Fleisch gibt. Ausbildungslager ist jetzt fertig. Das heißt, wir könnten schon den ersten Dorfbewohner auch zum Soldaten machen. Ich denke mal, das tun wir auch. Da ist gerade ein neuer aufgetaucht. Komm. Dann rekrutieren wir hier unseren ersten Krieger. Das kostet 20 Kröns. Und da hätten wir ihn dann zur Verfügung. So, 12 Angriffskraft und 50 Resistenz. Resistenz ist, glaube ich, nichts anderes als die Lebensenergie. Und den können wir jetzt halt direkt kommandieren. Und wir könnten jetzt hier die Wölfe angreifen, aber ganz ehrlich, oder unter uns gesagt, ein Krieger für die beiden Wölfe, das ist noch zu wenig. Wir werden also noch einen zweiten brauchen. Wenn der Winter gleich vorbei ist und wir wieder ein bisschen im Nahrungsplus sind, dann werde ich auf jeden Fall noch einen zweiten Krieger... Ach, wisst ihr was, ich mach's jetzt. Der Winter ist eh fast vorbei. Haben wir zwei Krieger. Dann werden wir uns jetzt eben um die Wölfe kümmern hier.
wir den ersten tot haben, bevor der zweite kommt, dann ist das auch eine schöne Sache. So. Wunderbar. So, das Gebiet ist jetzt befriedet. Es gibt keine gegnerischen Einheiten mehr. Hier spawnt jetzt auch nichts mehr. Jetzt können wir das besiedeln für... Ja, herzlichen Glückwunsch. Unser Clan ist bereit für ein neues Jahr. Jetzt können wir das halt besiedeln mit Nahrung. Das kostet Nahrung. Wir sind wieder im Plus. 20 Nahrung kostet das. Das machen wir jetzt hier. Und wir nehmen das Gebiet da vorne auch noch mit. Das kostet jetzt schon 40 Nahrung. Und wenn wir dann schon dabei sind, nehmen wir das hier für 80 Nahrung auch noch mit. Auch wenn wir hier nur ein Gebäude bauen können. Aber ich habe hier ein spezielles Gebäude im Sinn. Von daher ist das schon in Ordnung. So. Ja, wie ihr seht, hat sich unser Gebiet jetzt hier auch schon erheblich vergrößert. Auf der Minikarte kann man es auch ganz schön sehen. Und jetzt können wir ordentlich rumarbeiten. Als nächstes bauen wir nämlich eine Heilerhütte, um verwundete Einheiten heilen zu können. Heilerhütte. Es ist wahrscheinlich... Ja, es ist das Letzte, was ich auswähle. Die stelle ich jetzt in dieses Gebiet. Der Vorteil ist nämlich... Ich kann hier schön auf freiem Feld unsere Soldaten versammeln und die werden dann nämlich geheilt. Weil, um geheilt zu werden, müssen die Soldaten oder die verletzten Dorfbewohner sich nämlich in die Nähe des Heilers stellen oder in das gleiche Gebiet. Sonst passiert da nämlich nichts. So, und es kommt jetzt auch kein Dorfbewohner, um das fertigzustellen. Das heißt, ich muss mal einen von Hand auswählen. Wunderbar. So, jetzt schaue ich mal... Felder, das ist, denke ich, gut. Also, Felder generieren mehr Nahrung im Sommer. Das heißt, wenn ich dieses... Moment, was ist hier passiert? Ah, wir haben genug Wissen gesammelt. Das ist gut und unser Speer wurde verletzt. Das ist nicht so gut und wir brauchen mehr Häuser. Also, dann jetzt mal ganz langsam. Also, durch Felder... bekommen wir mehr Nahrung im Sommer. Das ist eine ganz nützliche Sache, aber die Jäger und die Fischer, die bekommen auch im Winter Nahrung. Ich guck mal, dass wir zuerst die Jagdhütte errichten. Muss ich die Pause erstmal deaktivieren. So, eine Jagdhütte wird hier hingestellt. Und da lassen wir dann zwei Dorfleute arbeiten und die generieren halt eben mehr Nahrung als die Dorfleute, die hier nur so die Nahrung auf dem Boden zusammenklauben. So, dann haben wir genug Wissen. Das hier ist nämlich der Forschungsbaum. Er ist relativ rudimentär, aber naja, es ist, denke ich, schon ganz in Ordnung. Es gibt jetzt hier drei Zweige, so scharfe Äxte, dann gibt es hier Waffenschmied und Handelszweig. Und wir haben den Waffenschmied schon, weil wir der Wolfsclan sind. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel weiterforschen nach Pelzmänteln. Dann ist die Kriegsmeute bei Kämpfen außerhalb des Hoheitsgebiets im Winter nicht mehr geschwächt. Ist eine schöne Sache. Oder die Plünderung. Zusätzliche Kröns für jede getötete Einheit. Auch nicht schlecht. Dann gibt es hier die scharfen Äxte, sodass die Holzfäller mehr Holz produzieren. 15%. Das ist ziemlich nützlich. Wir verbrauchen sehr viel Holz. Von daher, ja, ich bin fast geneigt, das zu machen. Oder Handel. Das erhöht die Produktion von Kröns um plus 2. Außerdem ermöglicht es uns, Handelsrouten mit Handelsposten aufzumachen. Wir können zwar schon Handelsposten jetzt bauen und dort auch Kröns generieren, aber wir können keine Handelsrouten herstellen. Das ist halt erst durch die Erforschung des Handels möglich. Ich gehe jetzt aber die scharfen Äxte. Ich wähle jetzt die scharfen Äxte, weil 15% mehr Holz können wir gut gebrauchen. Insbesondere, wenn wir unsere Holzfällerhütte hierher verlagert haben, wo ja der Wald ist. Aber das dauert noch ein bisschen. So, die Heilerhütte ist fertig gebaut und hier ist ein untätiger Bürger. Wie kann er nur? Den werden wir jetzt hier hinschicken. Und er wird jetzt zum Heiler. Und er sammelt jetzt Kräuter und heilt dann den Krieger. Der ist bei 46%. Und jetzt sehen wir hier langsam, aber sicher, das hier ist im Grunde der Lebensbalken. Der wird jetzt langsam aufgefüllt. Und dann ist der Krieger wieder fit. Die verletzten Dorfleute, die hier sind, die werden nicht geheilt. Die müssen wir dann erst zum Heiler stellen. Wir haben Kontakt hergestellt mit Live, Anführer vom Ziegenclan. Ja, hallo. Das ist die grüne Fraktion. Kontakt hergestellt heißt aber nicht, dass wir jetzt irgendwas machen können, oder? Ich weiß es noch nicht. Und ein unbekannter Clan hat den folgenden Ruhmtitel erreicht. Tane. Und wir werden angegriffen. Aber unsere Soldaten sind schon zur Stellung. Zur Stelle. Und besiegen den Wolf mit Leichtigkeit. Wo kam der denn her? Ja, wahrscheinlich aus diesem Gebiet. Das ist ein sehr großes Gebiet.
Vor allem ist hier Stein. Zwei Wölfe. Ja, das könnten wir aber... Ich glaube, das wird unser nächstes Gebiet hier. Oder der Wald, wie gesagt. Also da bin ich noch nicht sicher. Könnte auch sein, dass wir erst dieses hier wählen. Schauen wir mal. Unser Clan wächst nicht mehr und braucht mehr Häuser. Das ist dann ein dringendes Problem, das wir sofort angehen müssen. Hier können wir zwei Häuser bauen. Hier möchte ich auf jeden Fall ein Steinmetz bauen später noch. Dann baue ich hier jetzt ein Haus. Oh, habt ihr das gesehen hier? Das ist nämlich... Das bezieht sich hier drauf. Die Portale nach Helheim sind offen. Wir müssen unsere Verteidigung organisieren, bevor die Draugr eintreffen. Die reisen nämlich durch diese Portale in unser Land. Und jetzt muss ich schauen, ob wir noch sonst wo haben. Noch sonst wo irgendwelche Portale haben. Nein, nur dort. Das heißt, wir können unsere Krieger gleich, wenn der geheilt ist, rüberstellen. Hier ist dieses blinkende Ausrufezeichen. Das zeigt uns an, wann dieses Event eintritt. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Baustelle ohne Bauarbeiter, ja. Stimmt, wir müssen einen Dorfbewohner schicken. Und das hier fertig bauen. Ich mache zuerst das Jagdlager, das ist wichtig. Beziehungsweise ist das Haus auch wichtig, damit wir neue Leute bekommen. Ich schicke jetzt zwei Leute hin. Wir haben noch ein bisschen Zeit zum Winter. Holz ist gut, Nahrung ist auch gut. Wird natürlich jetzt rapide weniger. Wir müssen auch die Bewohner dringend heilen, damit die wieder mit voller Effizienz arbeiten. Sobald der hier geheilt ist, das dauert nicht mehr lange. 93%. Schicken wir die rüber zum Portal. So, werdet fertig. Hier kommt. So anstrengend ist es ja wohl nicht. Wunderbar. Okay, du kannst direkt Jäger werden. Und du kannst auch direkt Jäger werden. Ach, das Haus ist noch gar nicht fertig. Entschuldigung. Es sah so fertig aus. Jetzt ist es fertig. So, du wirst auch Jäger. Und jetzt sehen wir schon, unsere Produktion der Nahrung ist wieder im positiven Bereich. Plus 7 durch Dorfbewohner und plus 10 durch Jägers steht da. Da seht ihr mal, dass das effizienter ist. Weil wir haben hier zwei Dorfbewohner, die momentan auf herkömmliche Weise sammeln. Und zwei Jäger. Und die Jäger machen halt eben plus 10. Das lässt sich übrigens auch noch aufwerten, das Gebäude, wie jedes andere Gebäude auch, aber dazu später mehr. Das soll es dann auch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir eure Kommentare diesbezüglich unten da lässt, damit ich weiß, was ich so, was ihr so von diesem Spiel haltet. Mit Feedback kann ich gut leben und dann weiß ich auch, ob ich weitermachen soll. Wir belassen es erstmal beim Kurz-Let's Play und wenn ihr sagt, jo, das ist auf jeden Fall was, dann spielen wir hier auf jeden Fall mal so eine Partie zu Ende, finde ich. Und schauen mal, ob wir das überhaupt schaffen oder wie weit wir kommen. Und ja, bis zum nächsten Video wünsche ich euch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.